Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Mutsalzer. Ich bin euer Dosch und ich werde heute euch ganz viel Blödsinn zeigen. Ja, oder so ähnlich. Und alle, die ihn öfter gucken, haben erkannt, dass er es nicht ist. Naja, du musst verstehen, jetzt sind bei mir alle zur Gelegenheit zuschaut, ich schaue einmal rein und dann kommt schon wieder dann der Neue, die anderen sind schon wieder weg. Also, wie ihr schon gehört habt, mit dabei sind heute die liebe Vichu. Hallo. Liebt, der ist gut. Und der immer freundliche, stets bereite Zigorin. Ja, ich bin auch da. Und irgendwie bereue ich es jetzt schon, dass ich diese Aufnahme angefangen habe. Aber naja. Quatsch. Du brauchst nur, dass wir dabei sind. Ja, genau das. So, wieso sind wir jetzt hier rüber ins Mod-Salzer-Gebäude, ins Magical Quaps-Gebäude gegangen? Wir wollen heute mal hier diese alte, widerliche Rüstung loswerden. Weil die ich das angehen will. Oder so. Ja, wir wollen heute von Magical Quaps die Rüstung machen. Und zwar, wo haben. Ja, da ist so ziemlich der Mod. Wenn wir jetzt mal hier. Ah, stimmt, der war ja, warte, kann man Mod-Zahn anzeigen, ne? Du musst die LAN schon neu starten. Ach, dann geht's wieder. Mach da die Aufnahme neu. Starte Landschaft von neu. Und nee, es geht auch so. Das ist schon gut. Muss ja nicht unbedingt den Mod anzeigen. Kann ja auch einfach hier Sense and Fused eingeben, dann komme ich ja, auch auf den Mod. Ja, ich denke nach, ne? Ja, war gut. Ey, wenn du so weitermachst, nehme ich nie wieder mit dir auf. Das ist ja klar, ne? Das hast du schon so oft gesagt. Ich weiß es doch. Auf jeden Fall, wir wollen heute die Sense and Fused Rüstung machen. Da gibt es 4 Tiers von. Das erste Tier können wir getrost überspringen. Das braucht man nicht so wirklich. Das ist halt für den Anfang recht lustig. Wir wollen jetzt aber schon mal direkt hier mit Tier 2 anfangen. Dafür brauchen wir Infused Diamonds. Die werden gemacht mit Goldessenzen, Essence of Obsidian und Diamanten. Ich würde sagen, Dias haben wir ja wohl noch ein paar. Der wieder mit seinen Diamanten an. Mache ich den Übergang dann so? Weiß ich gar nicht. Zum Glück noch gar nicht, dass Vichu es wieder auf mich abgesehen hat. Was? Ich? Ja, ich weiß auch nicht, wie ich drauf komme. Also, Obsidian-Essence. Gold sollten wir auch noch da ein bisschen haben. Jawohl. Also, Diamanten dahin. Und dann war das, glaube ich, so, oder? Jetzt sag mir nicht, mir fehlen ernsthaft 4 ein bisschen. Nein. Was fehlt dir? Mir fehlen ca. 8 Obsidian-Essenzen. Das ist natürlich sehr schlau. Möchtest du welche in die Kiste packen? Hier bestimmt noch welche. Ich habe eine Gießkanne. Josh geht diesen. Geht diesen. Ja, genau. Geht die gießen. Echt wieder diesen. Ja. Ja, ich habe noch einen. Ja, okay, dann machen wir das so. Das wäre sehr nett, wenn ich die 8 Stück von dir bauen könnte. Ich hab davon nicht so viele. Den Rest kriegst du wieder. Dankeschön. Der Durchgang wäre dann da, das heißt, hier oben wäre das. So, dank Vichu haben wir jetzt die 24 und Fuse Diamonds. Danke nochmal. Und wir machen uns jetzt hier mal den Helm, die Schüchen, na, die Hose und die Brustplatte. So, jetzt haben wir hier schon mal die ganze Essence Fused Armor auf Mark 2. Wir gehen auch schon gleich weiter auf Mark 3. Das ist die Armor mit jeweils 4 Extreme Essenzen. Dafür habe ich dann extra schon die ganzen Extreme Essenzen vorbereitet. 4 bleiben über. Den Essence Fused Helm Mark 3. Chestplate Mark 3, Rose Mark 3 und die Schüchen Mark 3. So, wie kommen wir jetzt aber auf Mark 4? Ganz einfach, wir brauchen eine Infused Feather. Das ist eine Feder mit 3 Essence of Air und einer Extreme Essence. Und die sollten wir auch noch zusammenbekommen. Dafür sperren wir jetzt mal wieder gerade aus. Holen wir uns hier mal gerade 4 Federn. Haben wir ja von den ganzen Hühnern noch bekommen, die unten sind. Da muss ich, glaube ich, auch noch mal ein großes Bevel hinmachen. Das ist eine Miniaturlegebatterie. Ja. Davon schon ein Video gemacht und Screenpeace geschickt.
Hey, du hast ja auch gemacht. Bei mir ist ein Huhn drin. Ja, und ein Huhn, 1000 Hühner. So, jetzt holen wir hier diesen Fused Feather und kombinieren sie jeweils mit der Rüstung nochmal. Den Helm, die Brustplatte, die Hose und die Schuhe. So, und damit ist auch schon die ganze Rüstung fertig. Und wenn wir die jetzt mal komplett anziehen, wir können fliegen. Jo, mit der Rüstung kann man einfach mal arschkalt fliegen. Das ist cool. Die ist so gut wie nicht. Ich hab auch einen Rest, ich hab bisher nur die Stiefel an, die sind schon gut. Damit kann man so über Blöcke hochlaufen. Ja, wie Schuh hat es angesprochen, man kann jetzt hier einen Block hochlaufen. Hier ist noch das Kobbelgebilde von gestern Abend mit Leon. Ach, Zellen. Boah, ich finde das jetzt so cool, man kann jetzt hier einfach so einfach losfliegen. Und es geht auch nicht von der Haltbarkeit ab. Und soweit ich weiß, kann man auch nochmal jetzt in Lava schwimmen mit der, ne? Probier's aus. Irgendwas sagt mir, das wird jetzt tierisch in die Hose gehen. Na? Wenn ich ein bisschen Lava brauche, kann ich die auch eben schließen. Ich hab schon einen Lava-Eimer. Ja. Man kann in Lava schwimmen. Aber die Haltbarkeit muss auf. Nein. Du gehst einmal rein, es gibt eine Haltbarkeit, aber nur so eine Fire Resistance. Ding besteht ja fast nur aus Fire Resistance. Oh. Ich meine, was willst du erwarten von der Rüstung, die mit Diamanten verschärft wurde, die in Obsidian und Gold getinkt wurden und mit, keine Ahnung, 4 Stacks Essence das verarbeitet wurden? So. Ja. Ich hatte keine Axt dabei. Ich würde sagen, das war eigentlich noch viel zu kurz für eine Folge. Dann könnten wir mal schauen, dass wir mal langsam ein ordentliches Lager aufbauen. Dafür habe ich schon mal hier so einen Elevator vorbereitet. Und wenn wir mal runtergehen, ist hier schon mal ein kleiner, schöner Raum. So, da ich schon gerade mal wieder ein bisschen gierig bin und ich hier eine Fortune 3 Spitzhacke mittlerweile habe, geilen wir jetzt mal hier die Kohle. Alter, wie viel Kohle ist hier? Oh, mal schnell 37 Kohle geholt. Irgendwie spackt das ja nicht schon wieder rum. Auf jeden Fall, wir bauen uns dann hier unser schönes Lager hin. Und ich würde sagen, deshalb wollen wir jetzt erstmal so ein paar Ressourcen zum Bauen. Was soll ich jetzt bitte auf den Schissel draufhauen, Alter? Ich habe 3 Modifierplätze auf dem Schissel, ne? Was bitte schön soll ich auf den Schissel packen? Beat? Haltbarkeit? Auto-Repair? Auto-Repair? Haben wir schon 3. Was auch, wieso Speed auf dem Schissel oder was? Na klar, da musst du nur einmal angucken, brauchst du schon. Kann man eigentlich auch Wolle chiseln? Weiß ich nicht, habe ich noch nicht ausprobiert. Ich will mir jetzt mal den. Ich habe ja einen Schissel von Schissel und ich habe einen Schissel von Tinker's Construct. Ja, ich suche jetzt gerade meinen Schissel von Schissel. Ah, da. Mal schauen. Nee, Wolle kann man leider nicht machen. Was haben wir denn noch Feines, was man mal chillen könnte? Ich glaube, ich lege mich jetzt erstmal schlafen und gehe dann mal so ein paar Bäume fällen. Na, wer will mit dir auch schlafen gehen? Ich lieg neben dem Bett, ich gehe mit dir schlafen. Also ich habe meinen Schlüssel jetzt hier Auto-Repair drauf geklatscht. Er kriegt von mir jetzt noch einen Emerald drauf, der hat dann nochmal 50% mehr. Weil der jetzt schon 3000 Haltbarkeit. Kann nochmal so ein Emerald draufhauen. Ich weiß, wie ich den Boden mache. 4500, das ist natürlich yeah. Imbar. So, ich mache jetzt erstmal eine neue. Eigentlich jetzt nochmal im Fixe gucken wollte. Eine neue Axt. Dann die Stonebricks. Dann. Dann fliegen wir mal kurz ein bisschen hier rüber. Ich hätte nämlich gerne diese fancy Stonebricks. Oh, wollte nicht so viele machen. Na egal. Wenn es gerade ein bisschen laggt, tut mich richtig sorry. Tut dich sorry.
Tut mich so sorry, ey. Und zwar haben wir hier diese wundervollen Bäume, die wir dann jetzt erstmal abschlachten. Da gibt es nur Umschlachten. Ah, ich glaube, vom Werkzeug her gehe ich wirklich auch demnächst auch nochmal auf Tinkers Handwerk langsam. Ich habe immer noch keine Schmiede stehen. Aber naja. Heute geht es erstmal daran, dass wir eine Lage bekommen. Ich finde es schade, dass er jetzt die Rüstung ein bisschen abgeändert hat. Und vorher hatte die noch dauerhaft Speed 3. Aber nein. Ja. Bisschen müssen sie ja auch was machen, ne? Ja, aber ich meine, fliegen, einen Block hochlaufen, Feuerresistenz, das will man mehr. Wollte gerade sagen. Mal nicht gierig werden, ne? Richtig. So, mal Ich meine, kurz es. drüber ziehen. Ich meine, wir werden uns ja später auch nochmal eine andere Rüstung machen, mit der man mal schnell laufen kann. Die Blood Armor von Blood Magic wollen wir uns ja nochmal machen. Gerade noch ein paar Steine. Ein paar Steine. Steine, yes. Ui. So, Schüssel und Schüssel. Einmal so und die Fancy hätte ich gerne. Ah ne, das ist ja Jungle. Kann man den chiseln? Nein, kann man auch nicht. Schade. Okay. Ja, es gibt so ein paar Sachen, die kann man halt chiseln und ein paar nicht. Ne? Ja, und ich finde es gerade schade, dass ich das Holz, was ich hier jetzt dafür aussuche, nicht chiseln kann. Ich habe mir hier dieses Firwood von Biomes for Plenty genommen. Ja. Jetzt Weil. gerade mal hier bin ich, besser gesagt, bin ich gerade noch Oder meinen kann nur Raum das. am Nee. Ausbessern. Oh. Keine Stormbreaks mehr. Okay. Ja, ich werde mal gucken, dass ich hier wieder ein bisschen mit Cobblestone arbeite. Vielleicht auch diesmal mit Stonebricks oder so. Oh, ich arbeite schon die ganze Zeit hier mit. Ja, eigentlich ist Steine braten, ne? Hey, warte mal. Da habe ich gerade Cobblestone in den in die Furnace geschmissen von mir. Was kriege ich raus? Gekochte Steine. Ach cool, drei Stück auf einmal. Wie cool ist das denn? Also NDIO brennt gleich drei Stück durch. Immer neues Melter? Jo. Ja. Toll. Ich hau mir da Öfen rum, wie bescheuert das ist. Ne? Zack, zack. Ah, lass mal das mal durchbrennen hier. Das passt doch. So, erstmal natürlich nehmen wir mal den Schissel von Schissel in die Hand. Nicht von Tinkers und zwar Bricks den Schüssel. aus und dann mache ich Fancy Stone Bricks von Tinkers Construct. Die finde ich nämlich cool. So, wir haben dann mal einen ganzen Baum getötet. La 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 la. Perfekt, fertig. Da oben kommt auch noch Glas rein. Du weißt, dass mir gerade irgendwie wieder sofort einfällt. Was denn? Mein Freund, der Baum. Ah. Ach, der Typ, ey. Der ist so Hammer. Ach, der hat Spaß am Aber er tut Leben. mir leid. Sieht doch glücklich aus. Ja. Bei mir will die Ein Wildkampf bisschen nicht. unter Drogen, aber doch glücklich. Boah, ist ja. Muss das aber unter Drogen sein? Jetzt fällt mir sofort wieder die Aktion ein nach der Gamescom. Bitte? Auf welcher warst du? Nein, so möchte ich das nicht. Und zwar war ich ja mit Crazy und einem guten Kumpel von mir auf der Gamescom. Problem war ja, dass dieser gute Kumpel von mir, der kommt aus Berlin und muss halt dementsprechend dann. Alles Ja, das ist natürlich ein Problem, wenn er aus Berlin kommt. Ja. Und der ist halt mit einer Mitfahrgelegenheit nach Köln gekommen. Und ihr Problem war. bekippt. Nee, Problem war, die ist einfach nicht aufgetaucht. Wir wollten dann, haben wir gesagt, ja komm, fährst nochmal mit nach Hause, könnte ich da jetzt einfach nicht so stehen lassen. Waren wir dann nochmal am Bahnhof, was passiert? Ja, alle Züge sind eine Zeit lang außer Betrieb gewesen, weil da so ein Vollidiot auf Drogen über die Gleise getanzt ist.
Lol. Mit der Dinger kann man mal machen. Mhm. Was hat du denn wegen Dorschhüpfler die Gleise? Bisschen Blümchen. So viele Blümchen. Das kriegt ihr alles wieder. Ich mache ja auch, glaube ich, langsam mal eine Strichliste. So, jetzt würde ich aber gerade noch... Nein, das ist mein Ding, das darfst du nicht. Darum mache ich mir eine böse Dosh-Liste auf Doomless. Gibt's nicht. Hm. Ich nur einige Listen machen darf, das bin ich. Was dürfen wir dann? Ich komme aus der Wäsche gucken. Oh, das kann ich sehr gut. Das wissen wir. Oh, mein Shit. Boah, ich weiß es. Diesen einen Kack. Jungle Wood, hier werfe ich mal weg. Ich glaube, ich nehme mal Small Discord. Die aussehen. Die Seite. So. Ja, fett. Das kann auf jeden Fall so bleiben. Vielleicht mache ich dann nochmal hier so einen kleinen Bereich für die Hunde, wo ich die mal so ein bisschen abliefern kann. Kriegen die jetzt immer ein bisschen mehr Platz, artgerechte Haltung und so? Hey, die waren die ganze Zeit in meinem Haus. Die haben sich schon noch... Weißt du, das sind wieder solche Momente, wo ich mir wünsche, ich hätte schon eine Webcam dabei, aber ich will mich ja erstmal noch nicht so wirklich zeigen. Okay, das hört sich versaut an. Was? Muss eigentlich beim Webcam immer ein versautes Ding. Weiß ich nicht. Ist normal bei ihm. Alles okay. Meine Damen und Herren, Sigurin. Ja, Sigurin ist eine alte Sau. Sigurin ist auch Sau. Ich frage mich ja immer noch, wie du das manchmal aushältst, wie Schuh. Was? Ach, jetzt habe ich den. Jetzt habe ich den Jungle Wood schon wieder im Inventar oder was? Gerade, wo habe ich denn das ganze verschlossene Limestone hingeschmissen? Ich wollte gerade Verfickte sagen, aber können wir ja das nicht. Das ist doch gesagt. Was? So, jetzt haben wir hier Limestone von Mary Culture. Ihr macht mich fertig, Leute. Unglaublich gern. Mach ich das als Decke? So, mal schauen, ob wir jetzt als für die Wände nehmen. Die richtige Deko finden, ne? Das ist echt ja, das ist nicht einfach. Das ist schwieriger als so einen scheiß Fusionsreaktor aufzustellen. Versuch mal alles ja. In so eine kleine Hütte reinzuquetschen. Du kennst mein. Nee, du warst noch gar nicht bei mir, oder? Ich schon mal gesehen mit dir. Ja, siehst du, du weißt schon, wie es bei mir aussieht. Ich bin jetzt aber gerade am Überlegen. Also, Limestone ist schon mal scheiße. Kommt weg. Vielleicht mache ich auch so eine Oakwood Planks. Kann ich das in hier schütteln? Hm. Sieht irgendwie komisch aus. Was sind? Ups. Hey, warte. Ah, das ist alles nicht so wirklich was das Wahre. Was so witzig ist, das Oakwood von Chisel kann man mit der Spitzhacke abbauen. Das ist auch nicht schlecht. Das Conduit drin da. Das Problem einfach nur ist, das Ding ist auch nicht gerade schön. Will ich gerade hier mal. Was ist denn mit Neverrack? Jetzt haben wir ja. Den hier machen. Auch nichts Schönes dabei. Ist jetzt so gerade ein bisschen eklig. Weißt du? Finde mal die richtige Deko für die Decke. Ich versuch mal die richtige Deko für die Wände zu finden, weil Stonebricks werden. Und weißt du was? Ich habe die Idee. Jetzt habe ich mich auf eine Idee gebracht. Ich werde dafür mal ein paar Stonebricks durchschüsseln. Mal schauen, was da so rauskommt. Natürlich auch. Da muss ich aber erstmal.
Ach ja, und dank dem Theorien habe ich auch jetzt herausgefunden, wie ich hier die Advanced Genetics Maschine auch per Strom anschließen kann. Da werden wir diesbezüglich auch mal demnächst auf den IC2 gehen. Ja. Vielen Dank nochmal. Ja. Also geht nochmal beim Theorien drüber und liked. Ausnahmsweise mal, ne? Ja, ich meine, du weißt ja, normalerweise bin ich ja so ein totales Arschloch und wünsche dir eigentlich nur, dass du komplett aufhörst mit YouTube. Das wissen wir doch alle. Das weiß ich doch. Einzig, dass der erste nicht so besser. Ich nehme mal hier dieses. Oh ne, jetzt Stone Bricks. Ja, lass mal durchschnaufen. In der Zwischenzeit könnte man schon mal. Es so mache. Wo habe ich jetzt die Schaufel hin? Das fliegt auch wieder raus. Sieht scheiße aus. Entschuldigung. Voll für den Mist. Arsch. Ist ja nur meine Aufnahme, ne? Ey, wo habe ich die Schaufel hingetan? Weiß nicht, was ich hier als Zwischenschleuse nehmen sollte. Ich hätte, ihr habt den Satz schon tausendmal gesehen und. Machen wir es mal so. Machen wir einfach nur so den Durchgang. Jetzt sagen wir bitte nicht, ich bin eben einmal gestorben. Okay. Ich mache jetzt einfach eine neue Diaschaufel. Ernsthaft jetzt? Ja. Wenn ich sie finde, habe ich sie nochmal in der Fruchtlage. Bisschen in die Richtung. So, so. Aber links und rechts jeweils noch mal Raum rein, wa? Oder mache ich hier so eine Säule mäßig? Wo kommt der Hund jetzt her? Weiß ich nicht. Hey, ich habe ein paar Höhlen hier. Und jetzt kommt erstmal wieder Wasser rein. Na, einmal abdichten. Würde ich gerade echt noch, wie ich das jetzt hier mache. Das nervt gerade so ein bisschen. Kurz hier die. Ja, Einrichtung ist nicht einfach, ne? Nee, das ist wirklich nicht einfach. Aber ich werde wohl ein bisschen mit auch mit Standard arbeiten. Also die Schmelze bekommt auf jeden Fall Stone Bricks als Wände, weil die brauchen nicht viel. Also besser gesagt, die muss nicht schön aussehen, weißt Ja, ich würde aber sagen, das war's dann jetzt erstmal für diese Folge. Wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkungen, Kritik, alles in die Kommentare. Schaut auch mal beim Zigo vorbei, der wird sich bestimmt auch über ein Abo und ein Like freuen, oder? du? Jo. Endlich habe ich mal die Bestätigung dafür. Jo. Und ich würde sagen, was das für heute? Hasta la vista. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder Let's Play Minecraft Mods. Bis dahin, tschö! Tschüss.